Willkommen zu diesem Spiel hier im Berliner Olympiastadion. Kulisse stimmt, Atmosphäre stimmt natürlich auch. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Wir haben heute ein Nationalmannschaftsfreundschaftsspiel für Sie daheim im Angebot. Deutschland gegen die Schweiz. Dieses Spiel verspricht eine Menge, Wolf. Ich glaube, das sehen Sie daheim genauso. Es kann gleich losgehen. Das ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer. Jerome Boateng spielt mit Mats Hummels in der Abwehr. Toni Kroos steht neben Ilkay Gündoğan in der Mitte. Und vorne drin setzen sie auf Thomas Müller. Es ist fast schon ein ungewohnter Anblick, ein Stadion mit einer Laufbahn zu sehen. Ja, und als Fan bist du es natürlich mittlerweile gewohnt, viel näher dran zu sein. Aber das Olympiastadion hat andere Vorzüge. Das macht diesen kleinen Nachteil auf jeden Fall immer wieder wett. Die Aufstellung der Schweiz sehen wir hier. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Granit Xhaka steht gemeinsam mit Dennis Zakaria im Zentrum. Und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen offensiv agieren. Anstoß Deutschland. Das Spiel läuft. Embolo jetzt. Kevin Babu. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Gnabry. Jetzt Gündoğan. Und jetzt Toni Kroos. Da ist Hummels. Nico Schulz. Toni Kroos. Jetzt Hummels. Kimmich. Gündoğan hat den Ball. Jetzt Marco Reus. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Und gar kein Problem hier für Jan Sommer. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Und jetzt Boateng. Kimmich jetzt. Und Gündoğan. Kimmich. Und jetzt Gündoğan. Ballbesitz bei Boateng. Nun Hummels am Ball. Nico Schulz. Da ist Reus. Und jetzt Gündoğan. Die deutsche Mannschaft verliert den Ball. Seferovic. Kevin Babu. Dennis Zakaria. Embolo jetzt. Schöne Aktion hier von Jerome Boateng. Die lassen sich Zeit im Aufbau. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er.
Jetzt Boateng. Kimmich jetzt. Die Erwartungen an Thomas Müller sind heute natürlich enorm. Der hat eine unglaubliche Ballbehandlung. Macht immer wieder Spaß, dem zuzusehen. Nico Schulz. Schulz mit dem Ball. Jetzt Hummels am Ball. Ball ist bei Schulz. Ball für Sané. Da ist er jetzt durch. Oh, war das knapp. Na, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Nico Schulz. Jetzt Hummels am Ball. Jetzt Mats Hummels. Da ist Kimmich. Kimmich verliert den Ball. Kimmich. Am Ball Boateng. Nico Schulz. Toni Kroos. Da ist Kimmich. Er passt ihn auf den Flügel. Flanke auf Müller. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Ballverlust durch die Schweiz. Hummels. Schulz mit dem Ball. Reus. Kimmich jetzt. Jetzt Kroos. Müller. Und Gündogan. Am Ball Kroos. Jetzt vielleicht die Flanke. Ballverlust Marco Reus. Shaqiri am Ball. Jetzt der Angriff der Schweizer. Brelem Bolo. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Gnabry. Reus jetzt. Und jetzt Toni Kroos. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Kimmich. Gündogan hat den Ball. Marco Reus am Ball. Thomas Müller. Schöner Spielaufbau. Jetzt Kroos. Der Versuch aus der Distanz. Das war knapp. Wenn da das Tor fällt, dürfen Sie sich nicht beschweren. Viel hat da nicht gefehlt. Und sein Versuch wäre von Erfolg gekrönt gewesen. Da hätte er eigentlich den Treffer verdient gehabt.
Seferovic. Gutes Anspiel. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Da ist die Flanke. Da ist er da und hat die Flanke. Gündogan am Ball. Jetzt Boateng. Ball ist bei Schulz. Ball bei Hummels. Hummels. Kimmich. Pass auf die Außenbahn. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Wir sehen es, sie lassen sie kommen. Ball bei den Schweizern. Embolo jetzt. Jetzt Marco Reus. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Sehe ich ganz genauso, der Ball geht drüber und das wird ihn ärgern. Ja, was geht ihm da jetzt durch den Kopf? Die Führung hätte ihm natürlich, ist ja klar, gut ins Konzept gepasst. Aber jetzt weiter, alles ausgeglichen. Rodriguez jetzt am Ball. Guter Vorstoß jetzt. Kommt jetzt die Flanke rein? Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Die deutsche Elf mit dem Ball. Jetzt Boateng. Ball ist bei Schulz. Klasse Aktion, Ball ist weg. Die Schweizer kommen. Seferovic. Ball kommt rein. Und Jerome Boateng aufmerksam, gut geklärt. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Könnte was werden, guter Pass. Achtung jetzt. Sie haben immer noch den Ball. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus, ein echter Rückhand. Da kommt die Ecke. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Nico Schulz. Kimmich jetzt. Gnabry. Jetzt Gündogan. Da hat er klasse gearbeitet. Nun Shaqiri. Ricardo Rodriguez. Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Sah nach einem sicheren Tor aus, aber nicht drin. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Ball für Sané. Da ist Platz. Reus! Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Muss er runter. Läuft auf jeden Fall nicht mehr ganz rund. Könnte den Konter geben. Er bringt den Ball jetzt nach vorne.
Nico Schulz. Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Nun Kroos. Und Gündogan. Kimmich jetzt. Weiter diese Saison entschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Nico Schulz. Im Moment stehen sie geballt hinten drin. Reus. Ja, so kann es gehen. Da ist das Tor. Und man hat wieder gesehen, wie man so einen Abwehrriegel aushebeln kann, wie man auch gegen so ein defensives Team erfolgreich sein kann. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ballverlust durch die Schweiz. Jetzt Marco Reus. Er passt ihn auf den Flügel. Und nun Boateng. Sané. İlkay Gündoğan. Da hat er geahnt, dass die Grätsche kommt und springt einfach drüber. Jetzt Marco Reus. Reus jetzt am Ball. Schön dazwischen gegangen. Und Shaqiri. Guter Pass jetzt. Sané. Thomas Müller. Müller, das muss es doch sein. Wenn der drin ist, dann bauen sie die Führung hier weiter aus. Aber sie nutzen diese Chance eben nicht. Die Frage ist, ob sich das im weiteren Spielverlauf noch rächt. Ricardo Rodriguez jetzt. Und Shaqiri. Ball fliegt hoch ein. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Und klasse Abwehr von Hummels. Xherdan Shaqiri. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Toni Kroos. Da ist Kimmich. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Der Ball geht auf Müller. Oh, er kann klären. Embolo jetzt. Das ist Shaqiri. Sie bringen den hohen Ball.
Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Da kommt die Wiederholung dieser Szene. Ausgangspunkt ist diese Vorlage. Und dann hat er Glück. Trifft den Volley nicht wirklich richtig, aber die Kugel geht rein. Hier nochmal dieser Treffer. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was lässt er sich noch einfallen? Sie haben die Partie erstmal wieder aus der Hand gegeben. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Jetzt Gündogan. Da ist Reus. Nun Kroos. Sané. Jetzt die deutsche Mannschaft. Gute Chance für eine Flanke. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Gnabry. Nun Gündogan. Toni Kroos am Ball. Kroos am Ball. Ja, geht gut dazwischen. Gibt Einwurf jetzt. Da blieb keine andere Möglichkeit mehr. Chance zur Flanke jetzt. Gündogan. Jetzt Thomas Müller. Reus. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Dennis Zakaria. Kevin Babu. Er ist da und hat den Ball. Und jetzt Toni Kroos. Und jetzt Reus. Kimmich jetzt. Gündogan. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Xhaka. Super dazwischen gegangen. Vielleicht die Führung jetzt. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Jetzt Gündogan. Weg ist der Ball. Dennis Zakaria. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Ah, das hätte gefährlich werden können. Gnabry. Ballbesitz Müller. Weiter dieses Unentschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Jetzt ist er durch. Sommer verhindert den Treffer. Super, wie er da die Nerven behält. Kimmich,
Schuss kommt nicht durch. Da stand der Assistent gut. Abseits. Drei Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Da ist der Ball über die Linie. Er war da zuletzt mit dem Kopf dran. Kimmich. Ballbesitz Müller. Steilpass kommt von Reus. Jetzt wird's gefährlich. İlkay Gündoğan. Tor! Gündoğan trifft. Wieder mal ein tolles Tor. Das ist schon beeindruckend, wie er das macht. So, jetzt stand dieses Tor. Marco Reus mit dem klugen Steilpass. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. Die Schweiz unter Druck. Sie liegen nun hinten. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Serge Gnabry. Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Knappe Führung zur Pause, da ist definitiv noch was drin. Hängt vielleicht auch ein bisschen von den Wechseln gleich ab. Da geht ja doch oft der Rhythmus verloren.